Hallo zusammen, ich möchte mit euch ein magisches Quadrat vierter Ordnung lösen. Und bei einem magischen Quadrat ist es wichtig, dass man weiß, dass die Summe in den Zeilen, die Summe in den Spalten und die Summe in den beiden Diagonalen immer gleich groß sein muss. Und diese Summe bezeichnen wir auch als sogenannte magische Zahl. Und wenn wir uns dieses magische Quadrat anschauen, dann fällt zunächst auf, dass wir keine einzige Zeile oder auch keine einzige Spalte oder auch keine einzige Diagonale haben, die vollständig gefüllt ist. Und dies wiederum bedeutet, dass wir diese Summe, die magische Zahl, nicht kennen. Und uns muss es jetzt zunächst irgendwie gelingen, dass wir eine Zeile, eine Spalte oder eine Diagonale vollständig ausgefüllt bekommen. Doch wie können wir das erreichen? Schauen wir uns doch dazu einmal die zweite Spalte und die letzte Zeile an. Und wenn wir uns diese Spalte und diese Zeile anschauen, dann fällt zunächst auf, dass diese Spalte und diese Zeile sich eine Zahl teilen. Und zwar die Zahl, die in diesem Feld steht, wird in dieser Spalte berücksichtigt, wenn wir die Summe berechnen, und wird auch in dieser Zeile berücksichtigt, wenn wir die Summe berechnen. Und was können wir daraus folgern? Das bedeutet, dass die Summe der Zahlen in diesen drei Feldern genauso groß sein muss wie die Summe der Zahlen in diesen drei Feldern. Denn nur dann, weil sie sich ja diese Zahl teilen, kann die Summe in dieser Spalte und die Summe in dieser Zeile gleich groß sein. Und damit können wir jetzt diese Zahl ausrechnen. Und wenn wir diese Zahl kennen, dann haben wir eine vollständige Diagonale und deren Summe verrät uns dann die magische Zahl. Berechnen wir zunächst einmal diese fehlende Zahl. Dann haben wir also minus 6 plus 4, das sind minus 2, plus minus 9, das ergibt minus 11. Und minus 11 muss jetzt auch hier herauskommen. Also minus 7 plus 0 sind minus 7. Und dann fehlen uns noch minus 4. Denn minus 7 plus minus 4, das ergibt minus 11. Und damit haben wir jetzt, wie gesagt, eine Diagonale vollständig. Und wir können die Summe der Zahlen in dieser Diagonalen berechnen, um die magische Zahl herauszubekommen. Dann haben wir minus 6 plus minus 4, das ergibt minus 10. Und dann plus 1, das sind minus 9. Und plus 3 ergibt minus 6. Also unsere Summe oder unsere magische Zahl, das ist die minus 6. Und jetzt brauchen wir uns nur noch jeweils eine Zeile oder eine Spalte oder auch eine Diagonale aussuchen, wo nur noch eine einzige Zahl fehlt. Und diese können wir dann berechnen, da wir ja jetzt die magische Zahl kennen. Also können wir uns beispielsweise diese letzte Zeile nehmen. Wir haben schon ausgerechnet, dass hier minus 11 herauskommt. Und minus 6 muss für die gesamte Zeile herauskommen. Also fehlt hier jetzt noch die 5. Denn minus 11 plus 5 ergibt minus 6. Dann können wir beispielsweise diese Zeile ausfüllen. Minus 5 plus minus 4, das sind minus 9. Plus 6 ergibt minus 3. Es fehlen also noch minus 3. Denn minus 3 plus minus 3 ergibt minus 6. Und so können wir fortsetzen. Wir können jetzt beispielsweise diese Spalte ausfüllen. 3 plus 6 ergibt 9, plus minus 9 ergibt 0. Es fehlt dann hier noch die minus 6. Dann haben wir 1 plus minus 6, das sind minus 5, also fehlt noch minus 1. Dann haben wir minus 5, minus 6, minus 1, das sind minus 12. Und minus 12 plus 6, das ergibt minus 6. Und dann fehlt uns nur noch eine einzige Zahl. 6 plus 3, das sind 9, minus 7, das sind 2. Dann müssen wir also noch minus 8 rechnen, damit wir minus 6 erhalten. Machen wir noch einmal die Probe. Minus 8 plus 1, das sind minus 7. Minus 3, das sind minus 10. Und plus 4, das ergibt minus 6. Passt also. Und vielleicht mal noch eine Sache, über die ihr nachdenken könnt, wenn ihr wollt. Schaut euch einmal die Summe der Zahlen in den Ecken an. Fällt euch da etwas auf?
Und schaut euch einmal die Summe der Zahlen der vier Zentralfelder an. Fällt euch da etwas auf? Gern könnt ihr mir eure Ideen dazu in die Kommentare schreiben. Alles Liebe, alles Gute, euer Jagdmeister X.